Sterben ist toll. So, uns einmal hochheilen. Und ja, jetzt gucken wir kurz hier lang, weil das hier ist doch verdächtig. Genau, weil hier ist die Türe, die zu dieser Brücke führt. Und hier erkennt man ganz schwach den Darkwave. Typi halt. So, komm einfach her. Und genau, da hat er uns mal mit seiner Hand gepackt. Das habe ich jetzt absichtlich gemacht. Habe ich eigentlich nicht. Erst einmal macht uns das verdammt viel Schaden und wir haben eine Menschlichkeit verloren. So, fast tot. Komm. Genau, ein Tritt finde ich gut. Und einen Schluck trinken. So. Und er hat etwas bewacht. Eine Truhe nämlich. Und in der Truhe ist ein grauer Brocken. Für uns drin. Sehr schön. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 7. Und 7 bräuchten wir sogar eigentlich. Für unsere Waffe. Aber wir gucken uns noch den Rest hier an. Und stauben vielleicht noch einen Brocken für den Bogen ab. So. Hier müssen wir aufpassen. Hier laufe ich jetzt gleich mal ein Stück rückwärts. Genau, weil hier kommt nämlich einer um die Ecke. Genau. Ja, ihre Stichangriffe sind das harmloseste, weil die kaum Reichweite haben irgendwie. So. Ihnen sind wir los, die dicke Mass of Souls da hinten hingegen nicht. Wow. Ja, wir haben den zweiten Ritter angelockt. Den zweiten Darkwave, der hier rumtänzelt. Wow. Genau, die dritte von denen sind auch böse übrigens. Und die Hand geht sogar durch Schild durch. So. Weg mit dir. Du hast leider nichts für uns dabei. Gut, dann geht's jetzt gegen die Mass of Souls. Genau, jetzt lass die Schädel explodieren. Und dann bleiben wir einfach hinter ihr. Da produziert sie zwar hauptsächlich Schädel dann. So. Aber sie kann uns wenigstens nichts anhaben. So, die scheint sogar noch Klamotten zu tragen, die Masse aus Seelen. Das elendige, schleimige Ding. So, hier haben wir noch eine Truhe, die eine Truhe sein dürfte. Und da ist noch ein grauer Brocken drin. Sehr gut für unseren Bogen. So, einmal Fässer kaputt rollen. Weil das Spaß macht. Und ja, hier wäre der Weg. Also erstmal liegt da noch Loot in der Luft von den Geistern. Aber hier wäre der Weg zum Boss. Den wir allerdings nicht gehen wollen. Wir wollen den letzten Darkwave töten. Au, wenn er nicht uns vorher tötet. Ja, genau, einmal zuschlagen. Boah. Na, das ist nicht so schön. Ja. Genau, wenn man sich mal vor den Darkwaves eine verpassen lässt, muss man aufpassen. Gut, weg mit dir. Das war übrigens der letzte Darkwave hier in diesem Gebiet. Und ansonsten gibt es hier auch nichts mehr. Soweit ich das in Erinnerung habe. Nö. Gut, wir haben Seelen gemacht.
Wir haben graue Brocken und die große Glut bekommen. Das heißt, wir können Neu-Londo jetzt erst einmal verlassen. Und uns aufmachen zu Andrea. So. Diesen Weg hier hoch. Und abwärts. Naja, zurück zu André. Beziehungsweise erst einmal raus aus Neu-Londo. Ich könnte jetzt eigentlich, weil ich die Abkürzung freigeschalten habe, einen Heimkehrknochen benutzen. Aber die bewahre ich mir doch lieber für besondere Fälle auf. Bei 10 Stück ist nicht viel. Und es kann immer mal wieder passieren, dass man schnell mal einen braucht. Ich spare ja jetzt gleich Zeit, wenn ich mich vom Feuerbandschrein zum Schmied teleportiere. So, hier hoch. Hier weiter. Und hier zurück. Das ist das Drachental. Falsche Abzweigung genommen. Ich muss hier hoch, nämlich. So, nämlich einmal genau im Kreis gelaufen. Wir waren nämlich an den Schleusen vom Drachental und jetzt waren wir gerade wieder fast im Drachental. So. Ja, aber durch unser kleines Abenteuer jetzt hier als Ghostbuster und Darkwave-Schlechter hat uns doch ein bisschen was an Verkors und Heilungen gekostet. Gut. Alles kein Problem. Rasten und aufsteigen bitte. Noch ein Punkt Kondition. Das bringen wir jetzt auch mal auf 25. Dann wird es Zeit, dass wir unsere Zauberei mal um 1, um 2 erhöhen, dass wir 3 Slots haben. So, aber erst einmal teleportieren. Gemeinde der Untoten. Ah, die Dornenrüstung von Kirk. Und dann wollen wir abwärts zur Schmied André. Hello. Well, I'll be. That's a brilliant ember you've got there. For all my years in the trade, that might be the finest. And it's a bird. You leave that ember with me. I'm just an old smith. I'd give my left arm for a gem like that. Ja, deinen linken Arm wirst du aber noch brauchen. Ja, das auf jeden Fall. Er hat uns sicher auch was Neues zu sagen. Ja. Er weist uns nochmal darauf hin, dass wir das Artorias Grab im Finsterwurzgarten, also hinter Alvina, finden. Aber bis jetzt hat es niemand gefunden, beziehungsweise ist niemand zurückgekehrt. Außer uns. So, Ausrüstung umwandeln. Wir wollen jetzt unser Bastardschwert auf plus 11 bringen. Und die Waffe auch gleich verstärken. So, das kostet uns nämlich genau 7 graue Brocken und eine graue Scholle. So, jetzt haben wir Excalibur oder so ähnlich. Und wenn wir schon dabei sind, den Langbogen will ich auch gleich auf plus 11 haben. Ausrüstung reparieren können wir auch mal kurz machen.
So. Und dann verlassen wir ihn mal kurz. Und reden noch mal kurz mit ihm. Show me that ember of yours. Well, I've never heard of a black ember. How about leaving that ember with me? I find it strangely fascinating. Dunkle Blut hergeben, klar. Yes. Well, thank you. This ember really is something special. I'm already under its spell. I sense great potential. Ja, jetzt könnte er uns theoretisch unsere kleinen heiligen göttlichen Waffen, also das hier, was wir hier machen können, in okkulte Waffen umwandeln. Aber das will ich nicht, weil nur wegen den Silberrittern, die wir jetzt eh meiden können, und den paar schwarzen Rittern, die es noch gibt, nutzt das nicht gerade viel. Waffe verstärken, Rüstung verstärken, Rüstung verstärken, oh. Ja, könnten wir wenigstens noch die Elite-Ritter-Gamaschen als upgraden. So, dankeschön, André. Wir gehen jetzt wieder zurück. Gucken mal kurz, was wir so im Inventory haben. Keine neue Rüstung, aber einiges an Waffen. Und wir haben keinen Brocken mehr. Außer einem roten, aber der bringt uns nicht viel. Weiße Brocken könnte ich ein paar mehr gebrauchen später. Das werden wir aber dann sehen, wenn es soweit ist. Oh ja, ich kriege, glaube ich, wenn ich eine Sonnenlichtmedaille spende bei Snuggly der Krähe, einen weißen Brocken. Aber das ist noch eine Weile hin. Gut. Wir verabschieden uns von André aufs Restora. Fürs Erste. Wir haben jetzt unsere mächtige Waffe. Und mit dem teleportieren wir uns jetzt erstmal zurück zum Feuerbandschrein. Denn nun geht es ein letztes Mal in die Katakomben. So, kurz hier rasten, dass wir hier auch eingeloggt sind. Weil im Gegensatz zu Dark Souls 2 wird man nicht an dem Leuchtfeuer eingeloggt, wo man sich hinteleportiert. Also kurz einloggen und in die bodenlose Kiste schauen. Was will ich bei den Pfeilen? Das war falsch. Pariert euch weg. Bastardschwert. Ja, Flammenbastardschwert bräuchten wir noch. 5 rote Brocken. Wir haben gerade mal eine. Fürs göttliche Claymore bräuchten wir auch 7 weiße Brocken. Und eine weiße Scholle. Flamberger. Gezackte Geisterklinge haben wir jetzt 2 Stück, obwohl wir nur eine bräuchten. Obwohl wir eigentlich gar keine bräuchten. Wir haben jetzt so viele Wanderflüche. Wir kommen eigentlich gut durch. Den Kompositbogen brauchen wir auch nicht unbedingt. Auch wenn der im Allgemeinen, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden macht als der Langbogen. Aber guckt euch mal die Werte an. Und 75 plus 185 DSCC. Nein, der ist auf jeden Fall besser. Zumal wir 25 Geschicklichkeit haben. Den Beschleuniger brauchen wir noch. Das brauchen wir auch noch. Ja. So, und bevor ich losgehe, mache ich es sofort, nämlich Zauberei einstimmen. Würde ich gerne den Lichtschein, also die Sturzkontrolle gegen den Lichtschein, tauschen. Große Zauberwaffe. Könnten wir auch benutzen, theoretisch. Aber wir sind ja nicht so mit den magischen Waffen. Damit könnten wir nämlich unser 15er Bastardschwert noch mit einem magischen Attribut versehen. Also dann macht es zusätzlich zu dem Schaden, was es jetzt macht, nochmal magischen Schaden hinzu. Aber mit 15 Wille ist das, glaube ich, nicht gerade viel. So. So, wir haben jetzt den Lichtschein drin. Und ich will mal kurz euch zeigen, wie gut jetzt unser Bastardschwert geworden ist. Also ja, wir machen 427 Schaden damit.
weil wir 262 Grundschaden machen plus 164 Bonus. Also mehr als die Hälfte kriegen wir nochmal als Bonus drauf. Ja, was das Schwert schon ziemlich nice macht. Wir werden ziemlich viel Schaden damit anrichten können. Aber gut, jetzt gehen wir erst einmal wieder in Richtung Katakomben.